Vorarlberg in 100 Sekunden. Präsentiert von Antenne Vorarlberg und Voll.at. Ich bin Philipp Vondrak. Guten Tag. Die Bürgermeisterfamilie Fröwis in Bezau wehrt sich nun gegen die Vorwürfe rund um die Notwohnung für den Sohn. In einem Brief an die Medien will die ehemalige Landtagsabgeordnete Theresia Fröwis klarstellen, dass die kolportierten Zahlen zur Miethöhe nicht stimmen würden. Gemeindevertreter Gottfried Winkel habe von 330 Euro für die 86 Quadratmeter Wohnung gesprochen. Es seien zuletzt aber 650 Euro gewesen, die der Sohn bezahlt habe, so Fröwis. Die Staatsanwaltschaft ermittelt unterdessen weiter wegen Amtsmissbrauch gegen Georg Fröwis. Er soll ja die Wohnung ohne Beschluss des Gemeindevorstands vermietet haben. Die Bregenzer sind heute aufgerufen, Ideen für den Platz am Leutbühl zu bringen. Heute Abend wird in der Werkstattbühne ein Bürgerbeteiligungsverfahren gestartet. Ziel sei die Attraktivierung des Leutbühls, erklärt Bauamtsleiter Bernhard Fink. Was für Ideen die Stadt bereits hat, wollte Fink noch nicht verraten. Im Sommer sollen dann alle Vorschläge in einem Konzept zusammengefasst auf dem Tisch liegen. Vorarlbergs Wirtschaft konnte im Vorjahr weiter zulegen. Das zeigen aktuelle Zahlen der Landesstelle für Statistik zum ersten Halbjahr. Der Gesamtwert der Exporte stieg um über 7% auf 4,4 Milliarden Euro. Demgegenüber nahmen auch die Importe zu um fast 8%. Waren im Wert von 3,2 Milliarden Euro wurden ins Land gebracht. Damit ergibt sich ein Handelsüberschuss von 1,1 Milliarden Euro. Und bei den Europäischen Olympischen Jugendwinterspielen gibt es die ersten Medaillen für Vorarlberg. Beim Riesentorlauf holte Pascal Fritz aus Bartholomäberg die Goldmedaille. Fabian Hartmann aus Sulz fuhr im Snowboardcross zu Silber. Wir gratulieren, ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis morgen.